Der international bekannte Medienkünstler Heinz Zibulka erhielt 1994 den Würdigungspreis. Er war Zeuge des forcierten Aufbaus des Kulturlandes Niederösterreich. Bis zuletzt war die Stimmung so, dass man immer nach Wien geschaut hat. Und die Selbstständigkeitsphase hat allen gut getan. Teilweise waren es sogar Wiener, die dann irgendwann einmal ins Weinviertel gezogen sind oder nach Niederösterreich gezogen sind. Grundsätzlich haben beide gut abgeschnitten, die Künstler, Künstlerinnen und die Kulturförderer sind auch belohnt worden. Und ich habe das auch gesehen, jetzt wie dieses neue Museum in Krems eröffnet worden ist. Das war tagelang die Stadt bumm voll, also dieser Stadtteil bumm voll gewesen. Also, und ich glaube, dass sich das schon niederschlagen wird auch. Also, dass da Kultur gut angepflanzt worden ist. Anerkennungspreisträgerin Elisabeth Tschihak richtet den Fokus auf die Poesie des Moments. In ihren atmosphärisch aufgeladenen Werken hält sie Unscheinbares fest und erzählt von der Dauer und dem Überdauern von architektonischen Körpern, Lebensspuren und Erinnerungen. Claudia Rohrauer untersucht die Fotografie als Dokumentationstechnik wissenschaftlicher Forschung. Mit ihrer trockenen Bildsprache deckt sie Irrtümer auf, denen wir in der Betrachtung mitunter erliegen. Thomas Freiler erhält den Würdigungspreis. Seine Arbeiten führen ihn immer wieder zu den Ursprüngen der Fotografie zurück. Freiler bearbeitet die Bildkultur nahezu zweier Jahrhunderte reflexiv, systematisch und erhellend.